Hallo Reka. Hallo Martina. Seit wann bist du als Geschäftsführerin des Jazzbüro Hamburg tätig und was gehört, ja, wie bist du dazu gekommen? Ja, ich bin jetzt schon bald 4 Jahre dabei, also seit 2020 und der Weg dorthin war ein wenig länger, aber ich glaube, hingeführt hat mich einfach meine Leidenschaft für Musik, die mich schon immer begleitet. Und mit welchen Aufgaben ist diese Position verbunden? Also einmal sind wir als Dachverband der Hamburger Jazzszene so Bindeglied zwischen der freien Jazzszene, zwischen MusikerInnen und VeranstalterInnen in Hamburg, aber eben auch der Hamburger Politik, der Bundespolitik und anderen Playern in der Musikszene. Und wir versuchen sozusagen die Interessen der MusikerInnen und VeranstalterInnen zu vertreten und Sichtbarkeit zu schaffen durch unsere Projekte. Das ist zum Beispiel das Jazz Open Festival in Planten und Blumen, ja. Einmal im Jahr, 31.08., 1.09. schon mal vormerken. Nach Jazz Baltica hat man ja vielleicht Lust, auf ein anderes Festival noch zu gehen. Und außerdem haben wir den Jazz Moves Blog, also mit Podcast und auch einem sehr tollen Jazzkalender für die Stadt Hamburg. Verleihen den Hamburger Jazzpreis, bringen alle 2 Jahre einen Sampler raus, so als Szeneschau und genau, sind da, glaube ich, ganz gut wahrgenommen. Also sind auch bei den sozialen Medien aktiv, kann man uns bei Insta folgen und kriegt immer die neuesten News mit. Und was an deiner Arbeit bereitet dir die meiste Freude? Fange ich vielleicht mal mit dem an, was am wenigsten Freude bereitet. Ganz viel Schreibtisch und Excel-Tabellen, Anträge schreiben, Abrechnungen machen. Aber ja, das gehört natürlich dazu, um das zu ermöglichen, worum es uns im Kern allen geht, nämlich ja, die Musik zu unterstützen. Und ganz viel Freude macht mir natürlich auch mit den Musikschaffenden und VeranstalterInnen, anderen Playern aus der Musikszene im Kontakt zu sein, tolle Musik zu hören, wie zum Beispiel hier bei der Jazz Baltica oder bei uns beim Jazz Open. Okay, danke schön. Danke dir.